Willkommen zurück, da sind wir wieder zurück bei. Ich hätte fast gesagt Dawn of War. Bei Craft to the Future. Ich weiß gar nicht warum. Craft to the Future. Das ist auch ewiger Krieg. Ja, ja, in gewisser Weise schon, ja. Außer der Grafik, Dennis. Außer der Grafik. Und die wird nicht besser. Wobei ich könnte natürlich jetzt noch Shader und so einen ganzen Kram installieren, da wird das Spiel ja auch ziemlich gut aussehen. Also, es wäre immer noch viereckig, aber es würde besser aussehen. Bei dir regnet es, also hier in-game auch. In der Außen-, in der echten Außenwelt regnet es nicht. Was haben wir denn noch? Warte mal, ich komme mal runter. Voller Plan. If I may. Ist nicht so wirklich zu empfehlen. Possible? Das Baby-Zombie springt mir ins Gesicht, Alter. Don't mess with the baby zombie. Weißt du, was der Ore-Excavator uns auch abbauen kann? Cobblestone. Und dann findet man nämlich auch ganz geilen Stuff wie. Ja, passt schon. Fuck mal live. Wie zum Beispiel Uran. Oder. Ich will mal nichts sagen. Aber kenn ich nicht. Wir haben hier eine riesige Höhle. Eine riesige Schlucht. Ich weiß gar nicht, wo dein Problem ist. Wir haben hier eine riesige Doppelschlucht. Ich weiß immer noch nicht, wo das Problem ist. Es ist fucking riesig. Ach, das riesig ist das Problem. Ja. Okay. Since when? Kann ich die abbauen? Ja. Ich hoffe, weil das hier abnormal groß ist. Okay. Ach, geht. Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich alles lang muss. Wir haben uns einen richtig krassen Spot zum Erze holen ausgesucht. Also ich habe gerade einen Spot. Hier ist Wald. Siehst du, sogar Wald gibt's hier unten. Wieso sollten wir eigentlich noch weg? Achso. Was ist das? Hier bist du. Silber. Ja, ich habe da ein bisschen was aufgemacht. Silber und Blei. Und Gold. Blei, ach du Scheiße. Und noch mehr Gold. Was hast du hier gemacht, Alter? Ich bring mal nebenbei mal meine ganzen Sachen nach oben. Mach das. Ich hab den Ore-Excavator einmal im Cobblestone benutzt und bin dann einfach durchgelaufen. Basically. Also ich kann echt nur sagen, das ist echt gigantisch hier. Ach scheiße, jetzt ist hier auch so Blackwater. Oh, Blackwater. Aber es macht nichts. Also ich weiß Gott sei Dank nicht, was das wirklich ist. Sei doch froh. Ich weiß nicht woher, aber ich habe Kühe-Stabilized Flux-Duck bekommen. Alter, was hier alles für Zeug ist. Ich glaube, da oben sind sogar... Nee, das ist Malachit. Alter, hier ist krass. Richtig viel geiles also, Zeug. Also, Hauptstromleitungen haben wir schon mal 2 Stück. Gut. Okay, hier gehe ich mal weg. Fuck. Ach du Scheiße. Okay, weißt du noch diese riesigen Rohre, die du schon im ersten Teil so geil fandest? Ja. Das Ganze gibt es dann halt noch mit einem Flux-Duct innen drin. Das läuft. Und die Flüssigkeit ist halt nur, um das Ganze zu stabilisieren, damit das halt overclockt werden kann. Ja, das läuft. Du bist mir auch overclockt. Ja, Infinite RF-Protik, also. Läuft. Infinite RF-Protik ist eine Wortkombination, die ich gerne höre. Ja. Andesite, hier ist aber nichts hinter. Auf der Suche nach irgendwelchem Stuff. Granit abbauen. Irgendwelche Erze hier. Hier oben ist ein bisschen Redstone. Oh, Malachit. Aber Malachit kann ich. Ah, Malachit kann ich hiermit abbauen. Nehmen wir. Ich sehe nichts mehr. Ah, okay, wir können TNT bauen. Du kannst TNT bauen, dann bau mal ein TNT und werf das in dieses Teil, was ich da gebaut habe. Dieses Concrete-Dingen. So, ich nehme mal den Turbo für die Leiter. Dach. Hey.
So viel Zeug. Aber ich habe genau ein Iron Ore. Das ist richtig Banane. Ich hätte gern irgendwo einen Stick oder so weit. Also hier hat es heute Morgen richtig krass geregnet. Was brauchst du noch? Ein Stock. Ein Stock. Da, rechts. Rechts in der Wooden Storage Crate, unten. Da sehe ich Stickies. So. Lass das mal testen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich mach mal die scheiß Slimes weg. Die kostet sehr Geld, sehr. Huch. Hallo, Spiel! Spiel! Wow. Ich finde ein Schwert an der Stelle effektiver. Ich nicht. Da liegt noch was Geiles. Was war das? Wo hast du das gebaut? Was war das Krasses, was du da eingesammelt hast? Das ist ein Reinforced Alloy. Ah. Hier einfach mal reinlegen, in dieses Feld. So, und dann einmal anzünden. Dann laufen. Ja, tue ich. Okay, nein. Meint. Aber er geht nicht kaputt, also die Steine verschwenden nicht. Toll. Aber es bringt uns nichts. Wir okay. Können auch einfach mit unserem, wie heißt das Ding denn? Ich weiß nicht, was unser Dingen ist. Unser Dingen ist, unser Smattery. Ja. Einfach unendlich viel Obsidian bauen. Aua. Ein riesiger Brown Bear. Alter, wie viel Leben der hat? Hey, auch nicht. Holy Crap. Verhält er die. Komm her. Alter, der stirbt überhaupt nicht. Boah, meine Fresse. Loot. Oh, leck mich doch, ey. War nichts Geiles bei. Ich hab ne Zeitungsseite und ein bisschen Kacke. Toll. Ich hab eine Klaue und ein Stück Fleisch. Ah ja. Ich hab uns hier hinten übrigens einen kleinen Garten gebaut. Mit Reis und Kartoffeln und so ein Kram. Ich hatte mal einen Wurm organisiert, deswegen habe ich den mal genutzt. Den Wurm hätten wir auch unterirdisch dann pflanzen können, dann hätten wir nicht dieses scheiß Problem von wegen, dass Zombies da drüber laufen könnten und das Ganze kaputt machen. Die dreimal, die da, solange die den Wurm nicht töten, ist alles gut. Okay, aber es stand doch, warte mal, da stand doch, scheiße, wie komme ich zu meinem Questlog? Nein. 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 Punkt Quests. Ah ja. So danke. Schwer ist das nicht. Danke, dass du das besser weißt als ich. So, was ist denn eigentlich hier Dawning-mäßig mit, okay. Storage Scanner bauen und, Large Storage Crazy. Ja, leck mich doch, du Arsch. Oder wir machen Mining Automation. Da brauchen wir nur 6 Diamanten für. Kannst du ja schon Diamanten gewonnen? Ich nicht. Ne, ich auch nicht. Weapon and Base Defense, Modular Machinery. Oh, ist aber geiler Stuff bei, ey. Also ich wäre dafür, dass wir einfach jetzt erstmal so ein bisschen anfangen, nach oben einfach, keine Ahnung, einfach so zu bauen. Ja, ich wollte nur gucken, es gab doch eigentlich bei dem komischen, war das The After? Ja. Aber es gab in irgendeiner Quest stand von wegen, nimm doch die Steine, weil die sind blast-resistant. Ne, die Sache ist erst auch erstmal die, über dem, wo wir hier gerade sind, brauchen wir auch erstmal keine Blast Resistance. Ja gut, wenn wir nur nach oben bauen, erstmal nicht, das ist klar. Ja, dann können wir eigentlich trotzdem, für da unten, das hat ein bisschen schöner, aber ne, ab hier können wir auch erstmal so hochbauen und irgendwann austauschen. Also ich bin uns immer noch für Mach, Beton. Was du willst. Das Problem ist, Beton ist ziemlich teuer. Mach, was du willst. Aber wir können ihn gut einfärben. Hauptsache, du baust den Shit. Die Frage ist, was bauen wir hin? Ah, okay. Ich habe unsere Höhle mit der Pilzhäutling gefunden. Ja, ich habe den da kurz. Ich habe einmal kurz da den Ohr-Excavator angeworfen und dann war das Ding fertig. Da konnte ich weiterlaufen. Was sollen wir denn hier generell bauen? Oder wie bauen wir es generell? So ein bisschen wie in der alten Welt auf Opulus Server, wo man quasi im Prinzip so eine Plattform anfängt und dann verschiedene Räume baut und dann je nachdem, wenn man einen neuen Raum baut, quasi Verbrauch einfach einen dran baut oder mehr genau. Irgendwie was das dann hier, also dass wir... Ich habe übrigens Diamanten gefunden. Echt nice. Krass. Okay, Quest fertig. Das kriegen wir auch. 64 Rails.
You won't have access to high-tech queries. Ja. Okay. Was haben wir dann für eine Quest? Stabilized metal. What the hell is this? Steve Cards offers a range of automation solutions ranging from tree farms to base defense. For your purpose, though, ore excavation is the name of the game. In order to get the most efficiency out of the Steve Cards query, this quest chain will walk you through building the best card materials. Galgadorian. Und man kriegt 50 Biffs. Man braucht Stabilized Metal. Ich will, glaube ich, gar nicht wissen, wie man das herstellt, oder? Ich will gerade gar nicht wissen, wo ich hier gelandet bin. Ich werde nicht wieder zurückfinden. Ich werde nicht mehr zurück. Ich finde das Item nicht mehr. Wo zur Hölle bin ich? Und es gibt hier so verkackt viele Erze. Da, Stabilized Metal. Stelle ich her aus. 5 Iron Ingots, einmal Hardened Mesh und dreimal Refined Hardener für 5. Hardened Mesh mache ich aus Iron Bars und Refined Hardener und die mache ich aus, indem ich Raw Hardener schmelze und den mache ich aus einem Diamant und Obsidian. Natürlich. Selbstverständlich. Jetzt streamen, das wird mich gerade mal interessieren. Moment, spiele ich fair trotz der Sammelei? Warum soll ich denn unfair spielen? Oder was ist denn unfair? Ah, okay. Meinst du Creative Mode oder so? Nee, Creative Mode kann auch richtig geil sein, wenn man einfach nur so. Wenn man nur irgendwas bauen will, ja, aber ich habe extra. Ich habe extra ein Modpack installiert, wo es ein neu einprogrammiertes, komplettes Quest Progression System gibt. Also wäre ich ja doof, wenn ich einfach nur Creative Mode mache, weil dann hätte der Typ sich die ganze Arbeit nicht machen müssen und ich würde einfach das Modpack komplett überflüssigerweise spielen. Also es wäre ja komplett sinnlos. Ja, an der Stelle, aber das so zu tun. Verstehe schon, wenn man Creative Mode spielt, wenn man halt eigentlich wirklich nur durch die Gegend geht und ein bisschen coole Sachen baut. Ja, es sind andere Ansprüche an das Spiel, sagen wir so. Ja. Also da ist es einfach. Da verstehe ich es auch, wenn teilweise gemoddet ist, aber. Dann auch hast du eigentlich irgendwo. Ah, da ist das Iron. Okay. Thank you. Ups. Doch, wir sollten als Schmetterly bauen. Wieso? Wir haben doch Obsidian Furnace. Ja, aber die Smeltery schmerzt das ganz effizienter ein. Das heißt, wir kriegen mehr da raus. Also lass ich's. Okay, ich habe schon verstanden. Das heißt, ich hole den Smeltery Kram und mach da, wo ich das komische, den Cryo Coke Blaster oder soll man die Smeltery nach oben setzen? Quasi. Kannst du auch erstmal unten bauen, provisorisch. Ich dachte, ich baue die jetzt da quasi oben aufs Dach. Ich baue hier quasi jetzt einen kleinen Aufgang. Such's dir aus. Ups. Alter, du glaubst gar nicht, wie viele Erze hier in der Gegend rumfliegen. Alter, da ist schon wieder so ein. Wow, ein Scarlet Uva Raptor. Boah, der sieht richtig krass aus. Und da hinten ist ein Conbar. Was ist denn ein Conbar? Und da ist ein Violet Conbar. Was sind denn Conbars? Der wirft mit Kacke. Ah, der wirft mit Scheiße. Ja, ernsthaft. Der wirft mit Kackhaufen. What the fuck? Okay. Der wirft mit Häufchen. Das bewegt sich noch. Komm mal nach oben. Wenn du mit Kacke beworfen werden willst, ich weiß ja nicht, worauf du so abfährst. Hier oben ist the place to be. Nee, ich lass mich lieber von schwarzem Wasser überfluten. Hier wird man richtig mit Kacke beworfen. Pff, wie Panne das ist. Das ist auch Kacke. Und die machen auch so Furzgeräusche. Die machen immer so. Alter, das Geräusch! Was geht da ab, ey? Oh, ich habe auch mal kurz aus Versehen Stein abgebaut. Ups. Meine Obsidian Pickaxe ist fast kaputt. Easy. Okay. Ich habe gerade versucht, mich ins Bett zu legen, aber geht nicht. Weil hier ist überall irgendwelche Monster, die mit Kacke werfen. Alter, das Geräusch. Ist das ein kranker Scheiß. Wer denkt sich hier sowas aus? Mehr, du Kackvieh. Nicht blauer Schleim, der Uva Raptor. Wow! Ähm.
Wir haben uns kein Fenster mehr. Cool. Weil der Uwe-Raptor gerade mit einem Slime-Ball geworfen hat. Also nicht mit so einem Magma-Dingen-Ball irgendwas. Und einfach mal das Fenster in die Luft gesprengt hat. Cool. Kann man ja mal machen. Ey, das kann... Gute Nacht, Maria, gute Nacht. Schlaf gut. Was erzählst du? Wir schwimmen in verkackten Ressourcen. Ja, hoffentlich. Hier unten. Das war echter Wahnsinn. Finde ich gut. Nicht feierlich. I like it. Du könntest mal nach oben kommen, dass wir pennen gehen, dass wir die ganzen Viecher hier loswerden. Weil hier ist gerade richtig krass was ab, was am Start. Und wenn ich den ein... Oh, hier. Also, ich finde es gut. Irgendwie der Ausgang ist echt gut zu finden, weil man muss einfach immer nur nach möglichst vielen Minuten kommen. Ja. Warum dauert das so lange bei dir? Alle, guck da nach oben. Ja. Guck, wie schnell das geht, Alter. Ich weiß, ich hab's ja nur vergessen. Hörst du die schönen Geräusche? Ja. Schönes Fenster haben wir da. Ja, ein Gravel-Fenster. Es fehlt trotzdem noch ein Bett. Ich weiß, ich hab's nicht aufgestellt. Ich dachte, geht auch mit einem. Seit wann geht das mit einem? Ha, ich kann drin liegen. Haha. Ist überhaupt Nacht gerade? Ne, ist Sonnenaufgang. Obwohl, geht. Aber die Viecher sind natürlich noch nicht weg. Wie du hörst. Also ich gehe jetzt mal kacke werfende Monster töten. Ja! Das war der komische Raptor. Irgendwas. Der Uwe-Raptor. Wow. Wie er sich den schön von oben holt. Ah, Hunde, Bären. Ah! Oh, crap. Crazy shit. Holy crap. Töte ihn. Kommt klar? Nee, nicht wirklich. Alter, was hier los ist. Holy crap, ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe Feuer. Ich sehe alles brennt. Ja. Ich sehe brennende Beeren. Fire in the freaking sky. Nee, das war Dirty Bomb. Oh. Fast tot. Du kommst klar? Ein Bär nicht. Nö. Da ist der Bär. Dass der auch diese scheiß Blindness macht, ne? Ja. Richtig nervig. Ich muss gerade mal einen Rare Slime töten. Wo ist der Bär? Ja. Da hinten ist er. Ne, das ist ein Escort. Ja. Ich werde ihn töten. Ah, 82, 60, 40. Oh, ich hab ihn. Oh, shit. Ah, Slimes. Läufst 2 Meter, läufst erstmal in so eine Schleim-Armada. Alter, wie viel Leben ich. Armada ist eine Flotte, by the way. Ist doch. Guck dir doch mal an, wie viele da sind. Das ist eine Flotte. Nein, eine Flotte ist auf dem Wasser. Also hier ist irgendwas in Luft geflogen. Da hinten ist noch so ein Vieh, was mit Kacke wirft. Da gegenüber. Ah! Siehst du's? Hast du gesehen, wie der Kacke wirft? Das ist voll behämmert. Wer denkt sich denn sowas aus? Piranhas. Da hinten ist im Wald ist übrigens noch so einer. Die Frage ist, sollen wir nicht uns eine gute, richtig gut aussehende Basis da in dem Dschungel aufbauen? Und hier immer abends oder generell hin, um Zeug zu holen. Alter, mach irgendwas. Hauptsache, du baust jetzt das Mädchen mal auf. Ja, der Wahnsinn. Erinnerst du dich an diese, komm mal kurz zurück, erinnerst du dich an diese riesigen Zyklopen? Ja. Guck mal hier im Wasser. Komm, wie groß ich der weiß, ist. Hatte ich auch schon mal. Der ist voll mini. Ah, oh, total gut. I love it. Reinforced Alloy am Stissel. Hallo? Was hat der vor? Scheiß Piranha. Haus ihm ab, danke. So, okay, hier raus, hier hoch. Hoffen, dass mir nichts tötet. Ah! Rough Lazier, sind das nicht so Pflanzen, die einen aufessen? Keine Ahnung, ich sammle gerade Beeren. Bären oder Beeren? Beeren. Gut. Die bessere Antwort. Okay, Mobs sind hier keine in der Nähe. Aber hier kann man, glaube ich, ziemlich geil bauen. Ich hätte gerne die Oberwelt. Das Besuch da. Okay, der Dschungel ist auch ziemlich üppig. Und also ziemlich groß vom Biom her. Also mehr oder weniger zumindest, was halt, man halt so davon so sagen kann.
Wie weit bist du eigentlich mittlerweile mit der Smeltery? Ja, ich suche gerade einen Platz für die Smeltery. Amaranth und Eukalyptusholz. Ach, das ist der Eukalyptuswald, den wir gesucht haben, mit dem Biomfinder. Guck mal, jetzt sind wir doch da. Jungle Leaves. Ich guck gerade nur, ob wir hier sinnvoll irgendwie was Größeres. Ich höre einen Enderman. Ich streik jetzt, bis wir das Mystery haben. Ich habe einen Ozelot gefunden und ich höre einen Enderman. Aus irgendwelchen Gründen. Sammeln, Basebauen, Verhauen von Monstern und PvE. Ja, das ist ziemlich das gleiche, aber so ist gefühlt jedes Spiel. Jedes Survival-Game. Ja, mal ganz ehrlich, gibt es irgendwelche Spiele, die was anderes machen? Das ist basically die Quintessenz eines Survival-Games. Wenn es genau nimmst, dann eigentlich ist es so. Ja. Der sieht halt nur nicht so aus. Dafür, ne? So mit Mods und so kannst du halt viele coole Sachen machen. Du könntest uns doch voll das coole Baumhaus bauen. Ja, deswegen gucke ich ja hier, was hier so los ist. Weil die Bäume, wobei die Bäume sind vielleicht nicht dicht genug dafür, oder? Da musst du viele Brücken bauen. Ja, ist doch voll geil. Aber wenn du dann irgendwie sowas, da musst du quasi für jedes Gerät musst du eine eigene, warte mal, ich glaube, ich habe eine geile Stelle gefunden. Für jedes Gerät musst du einen eigenen Baum quasi basteln. Was ist das für ein Ding? Ah, ne. Das ist voll geil. Eine Trauerweide. Okay, hier ist eine fette Schlucht. Einfach mal mitten im, im Boden. Okay. Okay, die fängt hier an, die Schlucht. Okay, anscheinend. Okay, die ist gar nicht so tief, wie ich gedacht habe. Kann man drumherum laufen. Prinzipiell finde ich die Idee nicht doof. Aber, weißt du, was noch viel geiler ist? Wenn du mal zu mir kommst, boah, das ist total cool. Das ist voll geil. Okay, wir bauen das hier an der Stelle entlang. Da hinten die komischen Mangroven machen wir weg. Die Nerven, die sehen kacke aus. Hier ist, Ozean. Und, an dem Ozean ist im Prinzip, oh Gott, kann ich. Hast du den Stream an? Nein, also doch irgendwie schon, aber nicht dein Ding ins Fenster. Also siehst du den Stream nicht? Nee. Du siehst Oats. Nur dein Chat. Verstehe, ja, reicht ja. Cool. Okay, die Stelle finde ich geil. Hier ist so eine, direkt am Rand des Ozeans ist so eine Lagune. Also richtig, einmal komplett rund im Sand eingefasst. Ja, Hauptsache, du entscheidest dich. Du hast dich jetzt schon fünfmal von anderen Positionen entschieden, seit wir hier sind. Ich weiß. Ich suche ja nur eine gute Mama. Hallo, das dauert halt ein bisschen. Wir bauen hier. Hier ist total geil. Wir bauen uns ein Strandhaus. Wir bauen uns ein Strandhaus. Oh je. Ja. Hier gibt's jede Menge. Hier gibt's direkt mal erstmal eine Schlucht, wo man reinfällt und in Lava versinkt. Also, perfekt. What could possibly go wrong? Ich habe hier gerade einen tanzenden Bären. Tanzenden Bären? Warum tanzt der denn? Ist das ein Tanzbär? Okay, ich glaube, von da ist ganz gut. Überleg nur gerade. Ein rare rusting bear of recurrence. Panda-Bär? Nein. Why the hell would you? What? Ich dachte, du liest den Chat. Aha. Ja, aber du entscheidest dich mal so langsam. Hab ich doch schon. Das ist ja so ein Kack-Strandhaus bauen. Nö, aber das wäre quasi. Lass mich das erstmal auch inspizieren, da, das Strandhaus. Dass wir quasi hier an der Stelle bauen. Wir müssen, na gut, der Mangroven. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Guck da auf die Minimap. Süden, Westen. Ich finde auch, ist ganz hübsch hier, oder? Dennis sagt auch, hier ist hübsch. Upsala. Wann habe ich das aufgenommen? 24, 34, 44. Okay, dann, ja, ob wir hier bleiben, seht ihr im Livestream wahrscheinlich gleich schon. Ihr bei YouTube erst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.